Hallo liebe Freunde, ja, hier habe ich euch mal eine Pflanze mitgebracht und zwar Spatifyllum. Das ist die Pflanze für die Leute, die vielleicht nicht so den grünen Daumen haben. Eine Pflanze, die sich recht leicht pflegen lässt und ja, was man braucht, ab und zu mal eine Schere, dass man dann hier solche, irgendwann werden mal ein paar Blätter gelb, die kann man einfach hier so einfach abschneiden, entfernen. Und ein ganz wichtiges Anzeichen, weil so eine Pflanze spricht ja mit uns. Das heißt also, wenn die Pflanze dieses Einblatt, also ihre typische weiße Blüte schiebt und die dann irgendwann so vertrocknet, dann verkümmert, dann ist das ein Zeichen, dass euer Spatifyllum zu hell steht. Ja, das ist eine Pflanze, die auch einen etwas dunkleren Standort haben kann. Also die kann auch ein bisschen mehr, ja, ich sag einfach mal, in der Wohnung, im Zimmer stehen. Und wenn das so ist, dann sieht man das auch hier. Guckt hier, hier kommen lauter neue Blätter und dann entfaltet sie sich richtig schön. Aber ja, die stand hier eine ganze Zeit viel zu hell und dadurch, dass sie zu hell stand, hat sie halt eben ihre Blüten nicht ausgebildet. Was muss man machen jetzt in der Winterzeit? Achtet darauf, ihr müsst immer eine Fingerprobe machen, hier mal reinfassen. Wenn es feucht ist, dann ist alles gut, dann müsst ihr nicht gießen. Und ja, und wenn es dann trocken ist, dann gebt ihr ganz einfach einen Schluck Wasser drauf. Achtet auch hier drauf, dass keine Staunässe entsteht. Also Staunässe mögen ganz viele Pflanzen nicht. Und oft ist es hier so, manchmal findet man hier so eine gelbe Spitze an so einer Pflanze. Ich sage, nobody is perfect, also auch bei einer Pflanze nicht. Das heißt also, das sind eben noch die Nachwehen davon, weil die Pflanze einfach nicht den optimalen Standort hat. Also die Pflanze steht jetzt hier bei mir, einen halbschattigen Standort, sie bekommt so ein bisschen Licht aus dem schrägen Fenster und sie fühlt sich pudelwohl und man kann wirklich sehen, dass sie also hier ja, schön wächst. Also es ist eine schöne Pflanze, grundsätzlich solltet ihr immer darauf achten, dass eure Haustiere nicht an euren Pflanzen rumknabbern, sondern sorgt dafür, dass sie irgendwelche Pflanzen kriegen, Katzengras und Co., was eben gut ist für die Haustiere, aber keiner möchte angeknabberte Zimmerpflanzen haben. Ja? Also eine gute Empfehlung, Spatifyllum, ein Blatt, passt in jede Wohnung und ist wirklich eine Pflanze, die sehr, sehr pflegeleicht ist. Ja, das war der Tipp vom Pflanzenarzt. Ihr könnt ja mal auch in den Kommentaren schreiben, was habt ihr für eine Erfahrung mit eurem Spatifyllum, mit eurem Einblatt. Und ja, bis dahin, vergesst mir nicht zu folgen für mehr. Euer Pflanzenarzt. Macht's gut. Tschüss.